Ja, die Herausforderung bei diesen beiden Anlagen war ganz einfach die Installation der Anlagen. Wir sind hier am Vulkanriemen schon ziemlich eingeschränkt vom Raum, so dass die Aggregate nicht alle mit den Transporteuren im Vorfeld angeliefert werden konnten. Die Montage und Inbetriebnahme der beiden Anlagen verlief in einem ruhigen und geordneten Ablauf. Durch regelmäßige Baustellenbesprechungen konnten wir Herausforderungen früh genug erkennen und diese zusammen mit Häuft auch abarbeiten. In den beiden Phasen hatten wir wie im gesamten Projekt wirklich eine partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit, sodass wir die eng gesteckten Timings auch alle halten konnten. Sie haben sich sehr hilfreich und konstruktiv in die Planung mit eingebracht, so dass wir auch unsere Wünsche, die wir hatten, mit einbringen konnten und diese auch bestmöglichst berücksichtigt worden sind. Wir hatten auch einen sehr intensiven Ideenaustausch. Dadurch konnten wir das Anlagenlayout, welches wir bei der Ausschreibungsunterlage mitversendet haben, durch einige gute Überlegungen der Häuft-Planungsabteilung ergänzen, sodass wir für beide Anlagen eine wirklich gute Aufstellungsvariante gefunden haben. Dadurch haben wir bei beiden Anlagen eine sehr gute Bedienbarkeit und eine wirklich sehr gute Zugänglichkeit in den Anlagen für Reinigung und Wartung. Häuft ist auch auf unsere Wünsche nach einem breiten Massentransport und verlängerten Flaschenvereinzelungen eingegangen. Allein die Verbreiterung der Transporteure im Massentransport und die sehr, sehr gute Transportbandregelung führen dazu, dass wir wenig Staudruck auf den Anlagen haben und dadurch auch die Scuffing-Bildung an unseren Flaschen minimieren konnten. Das war uns sehr wichtig. Damit haben wir die Flaschenqualität in unserem Individualpool besser im Griff. Auf der längeren Vereinzelung fallen auch nur Flaschen um, wenn diese wirklich beschädigt sind. Zusammen mit der wirklich sehr guten Transportbandsteuerung haben wir hier einen wirklich ruhigen Lauf in die Anlagen gebracht. Und die Besonderheit bei der Planung war die Einplanung der Lambda-K-Ausleitung, die wirklich sehr viel Raum in den Anlagen spart und auf einer kurzen Wegstrecke bei sehr hohen Bandgeschwindigkeiten eine sichere Ausleitung gewährleistet. Wie jeder in der Branche weiß, trägt der Behältertransport und die Behältertransportsteuerung einen großen Anteil am Gesamtwirkungsgrad der Anlage bei. Vor allem die Häuft-Transportbandsteuerung hat uns beeindruckt, wie sanft diese nachregelt. Hier muss man sagen, die Voreinstellung der Transportbandsteuerung, die Häuft uns geliefert hat, war wirklich schon so gut, dass wir nach einer Woche der Inbetriebnahme auf der Anlage die Anlagenleistung fahren konnten. Und das war bis jetzt ein Novum bei uns. Man muss sagen, das gesamte Zusammenspiel zwischen Transportbändern und Transportbandsteuerung ist so gut, dass wir fast keinen Staudruck auf den Bändern haben. Und auf den Flaschenvereinzelungen fallen wirklich nur Flaschen um, wenn diese beschädigt sind. Das Ganze trägt auch dazu bei, dass der Lärmpegel in der Anlage für eine Glas-Mehrweganlage wirklich sehr gering ist. Man darf aber hier auch nicht die Menschen vergessen, die die Steuerung in Betrieb genommen haben. Weil eine Steuerung arbeitet nur so gut, wie der Mensch, der davor steht, sie einstellt. Und hier muss man sagen, hat die Firma Häuft auch wirklich sehr gute Experten. Wir haben schon in mehreren unserer Anlagen verschiedene Häuftsysteme integriert und wir sind sehr zufrieden damit. Aus dieser Erfahrung heraus waren auch die Häuft-Inspektionssysteme für die neuen Anlagen unsere Favoriten. Alle Inspektionssysteme sind sehr wichtig für unsere Qualität. Jedes Merkmal, was wir inspizieren, trägt einen großen Anteil an der Gesamtqualität und dem Erscheinungsbild unserer Produkte bei. Der Leerflascheninspektor muss alle Fehler erkennen, die die Produkt- und Lebensmittelsicherheit unserer Produkte gefährdet. Dafür haben wir auch ein sehr umfangreiches Testflaschenprogramm. Häuft Leerflascheninspektoren haben bis jetzt immer
die hohen Erwartungen, die wir an eine Erkennungsgenauigkeit stellen, voll erfüllt. Wir glauben, dass der Häuft-Vollflaschen-Inspektor im Moment der Stand der Technik ist und wir damit auch unsere Lebensmittelsicherheit auf jeden Fall gewährleisten können. Dabei haben wir zusammen mit der Firma Häuft schon einige Erfahrungen gesammelt, gerade was Glas in Glassplittern bedeutet. Hier hat das auch einen sehr großen Einfluss auf die Erkennungsgenauigkeit des Vollflascheninspektors. Die Vollflascheninspektoren, die wir im Moment einsetzen, prüfen unsere Produkte auf Glas- und Metallsplitter ab und den Flüssigkeitsbereich zusätzlich auf Schwebekörper. Das Füllermanagementsystem haben wir schon vor der Anlage 3 und 4 in anderen Anlagen verbaut. Aus diesem Grund her haben wir auch dieses Füllermanagementsystem für die neuen Anlagen favorisiert. Wir sind von dem System, von der Bedienbarkeit, Anwahlmöglichkeit und den Statistiken überzeugt. Die Inspektionseinheiten haben uns durch ihre Erkennungsgenauigkeit überzeugt, wie der Final View beim Etikettensitz oder beim Füllermanagement die Verschlusseinschneider. Hier hat Häuft wirklich sehr gute Erkennungssysteme, die wir auch für die Qualität nutzen. Auch die neue Flaschensortierung der Firma Häuft hat uns überzeugt. Wenn man sieht, wie ähnlich sich heute viele Flaschen sind, die im Leergut zurückkommen, sorgt die neue Flaschensortierung dafür, dass wir keine Fremdflaschen am Füller erhalten und damit auch unseren hohen Qualitätsanspruch in diesem Bereich sicherstellen. Die Etikettierqualität der Tornado-Etikettiermaschine entspricht auf jeden Fall unseren hohen Erwartungen. Ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich nicht nach der Anlage 3 dafür entschieden, auch die Anlage 4 und 5 mit einer Tornado-Etikettiermaschine auszurüsten. Es besteht seit Beginn der Zusammenarbeit ein partnerschaftlich und konstruktives Verhältnis zwischen beiden Unternehmen. Die handelnden Personen haben mittlerweile ein sehr großes Vertrauensverhältnis aufgebaut, was auch sehr zum Gelingen der Projekte beiträgt. Wie es in Zukunft weitergehen soll, ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass wir in Zukunft weiter so zusammenarbeiten, wie wir es in der Vergangenheit getan haben und noch viele Projekte erfolgreich umsetzen werden.